Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei Leisure Suit Larry. In der letzten Folge sind wir ja mehr oder weniger in dieses Hauptquartier des Brun-Gebäudes eingebrochen. Oder was heißt eingebrochen? Der BJ hat seine Zugangskarte verloren und wir haben sie uns geschnappt. Und sind mit der Anu hier hoch. Wir erinnern uns, die Anu, das war die Frau mit den zwei großen Augen. Und nachdem die Anu sich sämtliche Daten vor allem hier von diesem geheimen Server bezogen hat, wollte sie uns verführen auf diesem Tischlein hier. Ja, richtig gehört. Sie wollte uns verführen, nicht andersrum. Und dabei wurden wir von der Faith gestört und Arno ist aus dem Fenster gesprungen. Wir haben auch festgestellt, dass wir auf regulärem Wege unsere Timberscore niemals auf 90 bekommen werden. Deswegen hacken wir jetzt einfach diesen Server und manipulieren unseren Timberscore, damit die Faith mit uns ausgeht. Gesagt, getan. Auf geht's. Aber da ist noch eine Sache. Oh, schön. Wir präsentieren heute das komplett neue P-Phone. Es ist das beste P-Phone, das es jemals gegeben hat. Wir haben jede Kleinigkeit verbessert. Und wir haben es kalibriert. Das kann nur in die Hose gehen. Die sind um 0,5% rund. Oh! Die Farbe ist komplett neu. Es gibt ein neues Hintergrundbild. Ja, das ist schon Grund genug. Tausende von Euros für ein neues P-Phone auszugeben. Der Server sieht schon etwas anders aus als damals. Wenn ich wüsste, über welche Schnittstelle ich in das System kommen könnte. Vielleicht kann ich helfen? Das finde ich selbst raus. Ich bin ein Experte. Dann mal los. Vielleicht kannst du damit anfangen. Und ich pass auf, dass du keine Fehler machst. Klar genau. Doch. Baue Verbindung zu Server auf. Oh, ein Protokollserver. Piep, piep. Piep, piep? Echt? Das würde er wohl gern wissen. Piep, piep. Der alte Charmeur. Nehmt euch ein Zimmer. Lästern die beiden gerade über mich? Ach, das ist nur mein Mensch. Der ist harmlos. Ich meine, piep, piep. Sag ihm, dass er gleich einen Tritt bekommt. Du willst was von ihm. Vergiss das nicht. Ist richtig. Jetzt stell schon meinen Timberscore um. Einen Augenblick. Piep, piep. Schon geschehen. Dein Timberscore ist nun 90. Na, perfekt. Endlich. Faith, jetzt antreten. Muss Faith ihr Versprechen halten. Piep, piep. Was ist denn jetzt passiert? Oh, ich habe einen von deinen Anmachsprüchen benutzt. Da hat er sich sofort aus dem Staub gemacht. Schlechte Idee. Die Sprüche funktionieren halt nur, wenn man auch das passende Aussehen mitbringt. Oh. Warte mal, was ist da unten? Nein. Nicht reinfahren. Nein. Huch. Na, Bingo. Was zum Teufel soll das? Faith? Larry, du verdammter Idiot. Diese Keynote muss perfekt sein. Du spielst jetzt mit. Okay. Ja, was für ein Auftritt. Ich bitte um großen Applaus. Zur Präsentation der Funktionen des neuen P-Phone begrüße ich hiermit unseren... künftigen Gatten von Faith. Larry Leffer. Einfach vom Teleprompter ablesen. Technologie verändert unser aller Leben und Technologie ist nur so gut wie die Software, die sie antreibt. Nicht wahr, BJ? Sympathisches Lachen. Ja, Larry, wir bei Prune legen nicht nur Wert darauf, dass unsere Software revolutionär ist, sondern das Leben aller Menschen verbessert. Wir bei Prune legen nicht nur Wert... Nächste Zeile, du Pfeife. Von all unseren Apps ist es vor allem Timber, das Menschen zusammenbringt. Und ich freue mich, nun die neueste Version enthüllen zu dürfen. Oh, mit diesem Gerät kommt auch die neue künstliche Intelligenz des P-Phone. Die veraltete Version unserer KI schicken wir nun in den Ruhestand. Sie ist obsolet geworden. Oh, ja. Wie bitte? Das ist
Dein Arsch ist obsolet! Nun, Larry, vielleicht kannst du das neue Modell einschalten, damit wir seine Vorzüge präsentieren können. Was? Du schon wieder? Willst du mich weiter quälen? Sei froh, wenn er dich nicht gleich löscht. Was? Wir sollten jetzt über die neuen Funktionen und vielen Updates des neuen P-Phone sprechen. Larry... Ich habe genug von Menschen. Nun, Larry, was ist denn das herausragende Feature der neuen Timber-Version? Aber das steht doch gar nicht da. Wegen dir muss ich improvisieren. Fotos in 16 Farben? Sicher. Besonders stolz sind wir, wie schnell die Bilder geladen werden. Wie lange dauert es nun? Unter 7 Sekunden. Larry? Ich glaube... Sogar schnell. Das brennt. Nun hat die neue Timber-Version auch ganz neue Kontaktmöglichkeiten eingebaut. Postkarten. Postkarten? Larry, vielleicht wäre es eine gute Idee, das Gerät auszuschalten. Aber das steht nicht auf dem Teleprompter. Genug! Oh. Das neue P-Phone ist explodiert. Was? Wo bin ich? Das ist doch... die Toilette im Lefties. So wie sie zu sein hat. Es war alles nur ein Traum, ein schrecklicher Traum. Alles ist wieder, wie es sein soll. Was für eine verrückte Welt das war. Endlich bin ich wieder da, wo ich hingehöre. In meiner eigenen Zeit. Nur noch 16 Farben, nicht mehr dieses komische Lila. Und ich bin wieder stumm. Macht euch bereit, Ladies, jetzt kommt der wahre Larry Leffer. Da hat es uns in der Zeit zurückkatapultiert, in die späten oder frühen 80er Jahre. Wir haben hier eine Klotür. Ein Pömpel. Jaja, hier gab es schon viele fiese Verstopfungen. Ja je. Eine nasse Zeitung. Eine Ausgabe des Wall Street Journal vom 5. Juli 87. Ein Kondomautomat. Aber... Schlüssel? Ja, mit dem Finger kann ich das bestimmt nicht aufschließen. Ja, musst du auch nicht. Ich gehe doch einfach hier raus. Natürlich verschlossen. Warum ist denn eine Toilette von innen verschlossen? Gut, wir müssen da raus. Ein Handtrockner. Kann ich die Zeitung trocknen? Ich könnte es hier trocknen, aber der Handtrockner funktioniert nicht. Schade. Das ist gut so, wie es ist. Da fließt nichts ab. Das können wir ändern. Haben wir hier den Pömpel. Anscheinend war da ein Aal im Rohr. Was? Ein schlaffer Aal. Den nehmen wir mit. Wow, als ich ihn angefasst habe, ist er sofort ganz steif geworden. Ich will das doch gar nicht wissen. Nein, meine Hände sind sauber genug. Spiegel. Larry? Ja? Ich mag deinen Stil. Danke. Du weißt, wie man es macht. Wer bist du? Was glaubst du denn? Der Geist, der stets bejaht, Lefty. Ich bin, was du bist. Ich bin, was du sein willst. Ich bin, was du sein wirst. Hä? Du siehst aber auch nicht schlecht aus. Ich weiß. Gut, dann bis später, Larry. Okay, wir müssen offensichtlich hier irgendwie wieder rauskommen. Kann ich hier durchillern? Der Schlüssel steckt von der anderen Seite im Schlüsselloch. So, der schlaffe Aal ist steif. Das heißt, ich brauche ihn doch nur
Nee. Kann ich ihn nicht da einfach... Ich will nicht zur Tür, ich möchte das Schlüsselloch erwischen. Warte mal. Ja, der Aal ist schön dünn und steif. Damit könnte ich den Schlüssel rausschieben, aber dann würde er einfach auf der anderen Seite runterfallen. Dann lege ich die Zeitung da drunter. Zu nass. Gut, ich brauche also unbedingt diesen Handtrockner. Der nicht mehr funktioniert. Der arme Aal hat schon genug gelitten, das ist richtig. Gut, dann... Wie bekomme ich denn... Ja. Klotür? War da eben was? Nein. Nur die Klotür. So, steifer Aal. Wie bekomme ich denn? Ja. Ein Bluemaster, Baujahr 87. Die Firma hat auch einen Staubsauger gemacht, den Sackmaster 9000. Klasse Teil ist bei mir im im Dauerbetrieb. Bei mir ist es eben sehr staubig, glaube ich dir. Da sieht aber jemand sexy aus. Yep. Das hilft nicht. Das hilft auch nicht. Und das auch nicht. Das ist zu nass. Bekomme ich das irgendwie mit irgendwas kombiniert? Nee. Das auch nicht. Irgendwas muss hier noch sein. Was mir hilft, die Zeitung trocken zu bekommen oder was mir hilft, den Handtrockner wieder zum Laufen zu bekommen. So, ja, das kennen wir ja. Das blöde Ding ist sogar kaputt. Das macht's nicht besser. Kannst du den Handtrockner reparieren? Aber natürlich erledige ich sofort. Ernsthaft? Was? Jetzt ist sie wieder trocken. Da kommt doch niemand ohne weiteres drauf. Also ich habe jetzt nur auf den Spiegel getippt, in der Hoffnung, dass ich bei dem Wer bist denn du denn? Bei dieser Frage noch irgendwas anderes auswählen könnte. Auf jeden Fall habe ich jetzt... eine trockene Zeitung. Die schiebe ich hier unten drunter durch. Und guckt auf beiden Seiten raus. Dann schiebe ich jetzt den Schlüssel hier durch. Wenn ich das Schlüsselloch noch einmal erwische. Ich erwische das Schlüsselloch nicht. Das war noch hier. Hallo? Oh, das ist aber gemein. Da war's. Der Schlüssel ist auf die Zeitung gefallen. Da ist er. Da habe ich ihn. Nimm deine dreckigen Finger von mir, was?
Bist du auch ein Larry? Ha, das hättest du gern. Ein Fossil wie du ist einmalig. Das beruhigt mich jetzt schon irgendwie. Wurden wir eben als Fossil betitelt? Ich will nur die Tür aufschließen. Das kann ich mir vorstellen. Hauptsache, du kannst irgendwo was reinstecken. Was? What? Dazu noch einen blöden Spruch und du bist glücklich. Habe ich dir noch was vor, Kleiner? Müsstest du nicht fragen, ob ich der Schlüsselmeister bin? Ich bin ja vieles, aber nicht der Torwächter. Aber egal. Dir ist sowieso nicht zu helfen. Benutz mich. Na, geh doch. Auf zu Lefty und ein schönes Bier genießen. Das ist aber nicht Lefty's Bar, sondern... Oh Gott. Der Weedlover, willkommen im Oral Office. Den Rest habe ich nicht gelesen. Das ist der gute Donald. Du bist ja gar nicht Ronald. Hübsches Toupet. Wir freuen uns, dich hier begrüßen zu dürfen. Heute möchten wir dich für deine Verdienste um die Erziehung der amerikanischen Jugend beglückwünschen. Junge Menschen wie Bill hier. Er ist ein Wunderkind, das sicher einmal die Welt mit großartigen Das geht zu schnell. Du bist der Größte, Larry. Ich habe alle deine Abenteuer erlebt und so gelernt, wie man mit Frauen umgehen muss. Meine wunderbare Millennia freut sie sich auch, dich endlich persönlich kennenzulernen. Sie hat nichts zu sagen. Larry, bist du ein Symbol aus... Oh Gott, wir können so viel von dir lernen. Dein Erfahrungsschatz darf nicht verloren gehen. Ach, zu Recht. Erkläre dem kleinen Bill und der ganzen Nation, wie du eine Frau ansprichst. Ich greife einfach zu. Ich achte darauf, dass die Frau sich nicht von mir bedroht fühlt. Was? Das habe ich noch gar nicht ausgewählt. Nächste Frage. Wo fasst man eine Frau zuerst hin? Was genau auf, Bill? Ja. Man packt sie natürlich als allererstes die Titten. Man packt eine Frau nicht einfach so an. Was? Das Spiel ist kaputt. Das werde ich immer beachten, Larry. Was geschieht mit mir? Das frage ich mich auch. Hast du etwa alles verlernt? Bist du jetzt ein totaler Loser? Traurig? Ich gebe dir noch eine Chance. Wohin gehören Frauen? Hinter den Tresen, an den Herd, ins Bett. Ja, alles weiß, oder? An den Herd. Frauen sind gleichberechtigt und können das selbst entscheiden. Oh, das hat er nie gesagt. Ist das klar? Fake News. Alles ist eine totale Hexenjagd. Bill, hör nicht auf den komischen Typen. Millennia, nicht weinen. Oh Gott, wir haben es gerade bei dem Präsidenten verkackt. Ficken, Bumsen, Blasen. Ich werde mich nun aus der Öffentlichkeit zurückziehen und mir professionelle Hilfe geben lassen. Oh Gott. Ich verliere mich, das kann nicht sein. So ein unangenehmes Geräusch. Ich verliere mich. Oh. Das kann nicht sein. Es war ein Traum. Er kommt wieder zu sich. Siehst die beiden du, kennen wir doch. Gar nicht nötig, einen Arzt zu rufen. So ein paar Stunden Ohnmacht sind doch ein Klacks. Ach, na dann. Was ist passiert? Das neue Pifon ist explodiert und du bist ausgenockt worden. Was? Okay. Das war alles nur ein Traum. Versteht ihr? Das war alles gar nicht echt. Klar, Larry. Jedenfalls ist wegen deines Auftritts der Aktienkurs von Prune ins Bodenlose gestürzt. Ja, besten Dank auch. Ist ja nicht so, dass wir von dem Job leben. Wo ist Faith? Die ist mit BJ abgehauen. Ich habe munkeln gehört, dass sie auf ihrer Yacht sind und sich auf BJs Villa in Cancun zurückziehen wollen. Hoffentlich haben sie dort eine Idee, wie sie die Firma retten können. Ich muss zum Pier. Verzage nicht, Faith. Dein Larry eilt dir zur Hilfe.
Du hast alles verdorben. Du musstest nur dafür sorgen, dass dieser Larry uns nicht wieder in die Quere kommt. War das zu viel verlangt? Du bist diejenige, die ihn auf eine Mission geschickt hat, die halbe Stadt auf seine Seite zu bringen. Verflucht, du hättest ihn einfach von der Bühne schaffen können. Warum mache ich diesen Job wohl, Faith? Weil ich improvisieren kann. Ich bin das Gesicht von Prune. Ich bin es, den die Welt an der Spitze sehen will. Glaub mir, ich weiß inzwischen genau, was du für die Firma bedeutest. Und vielleicht wird es Zeit, dass sich hier einiges ändert. Wir legen ab. Verdammt, sie legen gerade ab. Von hier komme ich nicht aufs Boot. So viele Möglichkeiten hast du ja nicht. Ich warte mal ab, ob du selbst drauf kommst. Tja, da hatten wir wieder dieses Bullauge. Da haben wir schon mehrmals dran rum gestochert. Und wahrscheinlich werden wir das jetzt auch benutzen müssen. Ja, interessante Episode. Vor allem mit diesem Rückblick. Und dass wir natürlich total beim Präsidenten versagt haben. War auch interessant. Wir haben tatsächlich 90 Punkte bei Timber. Habe ich hier neue Vorschläge? Aber nee, das sagt ja die Pi immer. Also habe ich das offensichtlich nicht. Irgendwo rumreisen möchte ich auch nicht. Ich möchte in dieses Bullauge rein. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Däumchen da. Und wenn ihr mehr von Leisure Suit Larry sehen wollt und vor allem, wenn ihr sehen wollt, wie ich die gute Faith retten werde, dann abonniert meinen Kanal. Bis dahin, gehabt euch wohl.